So, jetzt ist die YouTube-Aufnahme auch wieder an. Ja, habt auf YouTube nicht sonderlich viel verpasst. Wir müssen hier gerade einen Teamnamen überlegen und ich frage hier gerade in den Twitch-Chat, aber da kommen bis auf zwei Vorschläge von Proto gerade halt nichts. Kommt schon, da sind doch noch mehr Leute als Proto da. Das habe ich doch vorhin gesehen. Da sind, glaube ich, noch mindestens 5 Zuschauer. Von euch kommen echt keine Vorschläge mehr, oder? Anscheinend ja wirklich nicht. JFF Power. Nee. Zwartronen und Pikachu sind zwar beide im Just for Fun Tier drin, aber trotzdem. Und diese blöde Fliege hier. Die Super Emolgas. Der Name kam zwar gerade schon von Emolga selbst vorgeschlagen, aber es wäre eigentlich echt witzig, den Dialog danach zu lesen. Ich meine, der Emolga kommt ja danach nochmal und fragt, warum sein Vorschlag mit den Super-Emolgas nicht angenommen wurde. Wieso ist Proto eigentlich immer noch der Einzige, der hier überhaupt was vorschlägt? Moment mal. Passt Super Emolgas hier überhaupt rein? Das möchte ich jetzt mal probieren. Ich kann das Team ja jederzeit umbenennen. Ich hasse alphabetische Anordnung. Einfach mal probieren, ob das überhaupt reinpasst. Nö, das passt nicht mal rein. Also ich brauche noch einen anderen Vorschlag als Super Emolgas, das passt leider nicht rein. Schüchtern ist ein gutes Stichwort. Was haltet ihr vom Teamnamen Shy Guy? Nee, Proto, das klingt mir etwas zu egoistisch. Ich will das Ganze ja schon irgendwie aufs ganze Team abgestimmt haben. Ja, ich sehe auch, dass du total kreativ bist, Proto. Das sehe ich total. Also, dir gefällt Shy Guy. Ich kann das Ganze ja auch als Übergangsname machen. Wir machen es einfach so. Ich nenne das Team jetzt einfach mal Shy Guy, weil ihr alle gerade zu schüchtern seid. Und wenn irgendjemanden in nächster Zukunft noch ein toller Teamname einfällt, dann kann ich den ja umändern. Also nennen wir das... Ups, das war daneben geklickt. Shy, hat man hier ein Leerzeichen? Ja.
Ups, das war wieder einer daneben. Shy Guys geht auch, ja. Dann nehmen wir den erstmal und bis irgendjemand mit einem tollen Namen dafür kommt, dann machen wir das so. Und hallo Mavistorm, schön, dass du dabei bist. So, dann heißt unser Team jetzt Shy Guys. Nehmen wir eben Shy Guys. Doch, der Name gefällt mir. Das wäre somit beschlossene Sache. Mir gefällt er auch sehr gut. Ich habe auch nichts dagegen einzuwenden. Nicht wahr? Der Name passt wie die Faust aufs Auge. Wir sind also die Super-Emolgas. Moment mal, ich glaube, ich spinne. Ihr habt mir nicht mal zugehört. Damit wäre das also entschieden. Vom heutigen Tage an lautet unser Teamname also Shy Guys. Juhu! Hihi, grünes Licht von mir. Pfh, als ob ich eine Wahl hätte. Vielen Dank, Pilipper. Shy Guys, meinen herzlichen Glückwunsch. Schön zu sehen, dass es mit eurem Abenteuer nun endlich losgehen kann. Morlord. Um die Gründung eures Teams gebührend zu feiern, habe ich noch ein Geschenk für euch. Noch eins? Morlord, du verwöhnst uns. Folgt mir. Aber, Morlord, das ist... Zorokex? Morlord, was hat der denn hier verloren? Sag bloß nicht, dass dieser Schuft hier dein Geschenk an uns sein soll. Um ehrlich zu sein, schon. Da fällt euch alles aus dem Gesicht, was? Aber jetzt mal im Ernst. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Zorokex dreht ganz sicher keine krummen Dinger mehr. Ach ja, und woher diese Gewissheit? Weil ich ihm gehörig die Leviten gelesen habe. Darum. Wie bitte? Das klingt so gar nicht nach dir, Morlord. Doch, doch. Wenn es um Gaunereien geht, hört der Spaß bei mir nämlich auf. Also habe ich ihm eine Lektion erteilt, die sich gewaschen hat. Und danach habe ich ihn um sein Ehrenwort gebeten, euch als Wiedergutmachung zu helfen, wo er nur kann. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Morlord. Es gab einmal ein Pokémon, das für seinen Gerechtigkeitssinn berühmt war. Dieses Pokémon hatte eine Vereinigung gegründet, deren Aufgabe es war, allen Halunken das Handwerk zu legen. Der Streiter für Recht und Ordnung, der an der Spitze eben jener Vereinigung gegen das Böse kämpfte, war niemand anderes als unser verehrter Morlord hier. Im Ernst? Wow! Ich kapiere es zwar nicht so ganz, aber ich finde es dennoch beeindruckend. Morlord, du bist kein ganz gewöhnliches Pokémon, kann das sein? Aber nein, wo denkt ihr hin? Ich habe mir im Laufe der Zeit nur hier und da ein paar Tricks und Kniffe abgeschaut. Das ist alles. Obwohl einige zwielichtige Gestalten in bestimmten Kreisen meinen Namen damals durchaus fürchteten. Und das zu Recht. Aber Schluss jetzt mit der Selbstbeweihräucherung. Naja, lassen wir das. Es geht mir eigentlich um etwas anderes. Ich muss euch jetzt nämlich etwas erklären, also spitzt schön eure Ohren. Jetzt, da ihr ein Team gegründet habt, könnt ihr frei wählen, welche Mitglieder ihr zum Einsatz in die Dungeons schickt. Dem Einsatzteam können höchstens 4 Pokémon angehören. Ich verstehe. Wir haben aber leider bereits 5 Mitglieder im Team. Einer von uns wird daher nicht mit auf die Expedition gehen können. Ja, das 5. Mitglied bleibt zurück und wird derweil hier nach dem Rechten sehen. Noch etwas. Manchmal werden euch während eurer Kämpfe in den Dungeons einzelne Pokémon begegnen, die sich eurem Team anschließen wollen. Nehmt ihr sie in eure Mitte auf, wird euer Team immer größer. Und solltet ihr die Mitglieder des Einsatzteams auswechseln wollen, dann sprecht mich einfach an. Ich regle das für euch. Oh, Pelipper ist zurück. Was ist denn das?
Der Absender ist die Abenteurergilde. Und als Empfänger sind wir eingetragen. So, Briefteambeutel und ein Abzeichen. Mal schauen, was im Brief steht. Liebe Mitglieder von Team Shy Guys, wir möchten euch die freudige Nachricht übermitteln, dass ihr fortan offiziell als Team registriert seid. Anbei findet ihr eure formellen Abzeichen, die ihr für euch als Mitglieder eures, die euch als Mitglieder eures Teams ausweisen. Wir hoffen sehr, dass sie euch zu Höchstleistungen anspornen werden. Mit freundlichen Grüßen, die Abenteuergilde. Und das war auch schon alles. Wow. Kaum zu glauben, wie schnell die unseren Antrag bearbeitet haben. Das überrascht mich eigentlich nicht. Sie sind für Tempo und Effizienz bekannt. Könnten sich einige Leute an die Abenteuergilde mal ein Beispiel nehmen? Ich werde euch dann mal etwas zu euren Abzeichen erklären, einverstanden? Diese kleinen Abzeichen werden an alle Mitglieder eures Teams verteilt. Oh, die haben ja einen ganzen Berg an Abzeichen mitgeschickt. Reicht denn nicht ein einziges Abzeichen pro Mitglied? Und wir sind ja nur 5, da brauchen wir doch nie und nimmer so viele. Nun ja, diese Abzeichen sind ja auch für eure künftigen Mitglieder gedacht. Sie werden euch von großer Hilfe sein, wenn ihr sie alle fleißig tragt. Etwa beim Attackenaufstieg. Attackenaufstieg? Kennt ihr beispielsweise die Attacke Blubber? Ja, die Attacke, die voll in der Meta ist und so. Wenn ihr diese Attacke wieder und wieder einsetzt, dann wird sie mit der Zeit zu Blubber 2 und Blubber 3 aufsteigen. Kurzum, eure Attacken werden an Stärke gewinnen. Im Ernst? Und der Attackenaufstieg kommt zudem allen Pokémon zugute, die das gleiche Abzeichen tragen. Mit anderen Worten, das ganze Team profitiert davon. Das ganze Team? Wenn ich zum Beispiel wiederholt die Attacke Ruckzuckhieb einsetze, dann würde sie zu Ruckzuckhieb 2 aufsteigen, versteht ihr? Auf diese Weise stünde Ruckzuckhieb 2 auch allen anderen Mitgliedern des Teams zur Verfügung, die Ruckzuckhieb beherrschen. Emolga, du kannst Ruckzuckhieb ebenfalls einsetzen, nicht wahr? Nehmen wir dich daher als Beispiel. Angenommen, du lässt Ruckzuckhieb nicht selbst aufsteigen, dann wärst du so dennoch in der Lage, Ruckzuckhieb 2 zu nutzen, ohne auch nur einen Handschlag für den Attackenaufstieg getan zu haben. Das meinte er, als er sagte, das ganze Team profitiere von den Abzeichen. Zum Teilen gehören aber immer 2. Und ich wüsste nicht, warum ich mit anderen teilen sollte. Ohne mich! Solltet ihr mehr über Attacken wissen wollen, dann lasst euch einfach alles Wichtige von Zorokex dort drüben erklären. Oh, und falls ihr Attacken vergessen bzw. euch wieder an Attacken erinnern wollt, dann seid ihr bei ihm ebenfalls an der richtigen Adresse. Doch damit nicht genug. Ihr könnt nämlich auch Erfahrungspunkte teilen. Wenn ihr Pokémon in Dungeons besiegt, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Von nun an werden aber selbst Mitglieder, die nicht eigens in den Dungeon gehen, sondern auch auf euer Zuhause Acht geben, Erfahrungspunkte erhalten. Die letzten Nutzen, denen euch die Abzeichen bescheren, sind die Teamfähigkeiten. Die Einzelheiten erspare ich euch an dieser Stelle zwar, aber merkt euch einfach, dass es zahlreiche Fähigkeiten gibt, die euch bei eurem Abenteuer behilflich sein können. Und genau wie beim Attackenaufstieg profitiert das ganze Team davon. Das wäre eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Es war aber sicher ein bisschen viel auf einmal, stimmt's? Aber ich bin mir sicher, dass sich das meiste von selbst erklären wird, wenn ihr erstmal anfangt, Jobs vom Infobrett zu erledigen. Du bist so nett zu uns, Morlord. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank für alles, Morlord. Nun denn, alle zusammen. Vom heutigen Tage an sind wir also ein echtes Team. Lasst uns daher unser Bestes geben. Jawohl. Sicher doch. Ganz meine Meinung. Sehr wohl. So. Dann, wir haben ab jetzt das zweite Theme im Paradies. Jetzt auch mit Gitarrenbegleitung. Dann, so, was machen wir denn jetzt erstmal? Erstmal an die Lagertruhe gehen. Okay, das Ding braucht man nicht. Piercy-Frage, eine Frage reicht.
Na, Star-Orb. Gut, wir kommen jetzt noch nicht in Monsterräume. Die können wir jetzt erstmal ablegen. Morlord, hast du denn irgendwas für mich? Naja, wir können hier unsere Mitglieder mal festlegen. Okay, ich hätte gerne im Molga und Viridium erstmal im Einsatzteam. Dummies ist mit seinem Level 6 aktuell ein kleines bisschen zu schwach, um ihn mitzunehmen. Der steigt aber sowieso auf, wie wir hier so durchmarschieren durch die Dungeons. Kann ich also später mal mitnehmen. So, dann würde ich gerne noch bei dir einkaufen. Was hast du denn heute alles? Okay. Für den Belebersamen habe ich leider immer noch nicht genug Geld. Dinge sind ja aber auch einfach echt verdammt teuer. Wir sind in Super Mystery Dungeon zwar dann dementsprechend ein bisschen zu billig geworden, aber ich spreche mir hier mal Xerokex an, der hat witzige Dialoge. Was ist bloß in mich gefahren, dass ich mich hier zu so etwas herablasse? Oh. Hm? Na, hast du mir was zu berichten? Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Ich spiele dein schmutziges Spiel ja mit. Also dann. Hereinspaziert, hereinspaziert. Bei Xerokex-Attacken gibt es alles, was das Herz des Attackenliebhabers höher schlagen lässt. Willkommen bei Xerokex-Attacken. Ich habe ja leider keine andere Wahl, als euch auf Nasen ab heute hier mit Attacken auszuhelfen. Habe ich mich da eben verhört? Verzeihung. Ich meine natürlich, ich habe die große Ehre, euch bei euren Attacken mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen. Mit Rat und Tat, ja? Und was genau meinst du damit? Naja, ihr wisst schon. Euch dabei helfen, neue Attacken zu lernen oder alte zu vergessen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, wie ich das anstelle? Tja, das ist mein Geheimnis. Und das werde ich euch bestimmt nicht auf die Nase binden. Ich könnte euch natürlich auch erklären, wie ihr Attacken aufstufen könnt. Das heißt, falls ihr das überhaupt wissen wollt. So, das wäre alles von mir. Stets zu euren Diensten, bla bla bla, ihr wisst schon. Xerokex ist einfach toll hier. Wie er einfach mal so überhaupt keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat. So, hier steht auch schon ein neuer Laden. Und ja, hier wird auch bald noch was stehen hier hinten. Paradies wird immer größer und so. Ja. Nachdem ich ja noch nicht genug Kohle für den Belebersamen habe, werde ich jetzt... ja, das kriege ich jetzt schon die ganzen Nachrichten, dass ich neue Dungeons besichtigen kann. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Also wir haben eh nur Ein-Stern-Missionen, also soll ich das nehmen, was die beste Belohnung gibt? Spezialband und Belebersamen hört sich schon mal gut an. Kraftband Defense-Schall, oh, das ist auch sehr gut. Welchen davon nehmen wir denn? Ich würde erstmal die beiden Trage-Items hier mitnehmen. Machen wir gleich. Was seid ihr übrigens schon wieder so still hier im Chat? Stufenberg, Osteingang. Ja, wer kennt diesen Dungeon noch? Kleiner Tipp, es war unser allererster. So. Da kriegen wir jetzt unsere Attackenaufstiege. Da sehen wir jetzt schon, dass unsere Offensivattacken alle schon eine 1 dran haben und einen Levelbalken. Das heißt, wir können ab jetzt unsere Attacken aufleveln. Hier in dem Dungeon ist das Training jetzt zwar extrem ineffektiv, aber ich kann ja trotzdem mal zeigen, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich das Ganze mal so im Level-Durchlauf machen würde. Moment, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz was machen.
Du machst bitte kein Doppelteam. Du hast nur offensive Attacken, das passt. So, jetzt erkunden wir erstmal den Dungeon. Wobei, eigentlich kann man es ja gleich so machen. Taktikwahl, wir machen alle mal jeder für sich. Das heißt, mein Team wird jetzt ab der nächsten Kreuzung anfangen, random im Dungeon herumzustreunen und alles zu verkloppen, was ihnen in den Weg kommt. Und da haben wir auch schon das erste Teammitglied. Möchte irgendjemand von euch ein Fleckneul sein? Also, wer will? Freiwillige Form. Wenn keine Freiwilligen sind, dann zumindest vorschlagen, wie ich es benennen kann, nach wem. Ich soll ihn Leon nennen. Also ich weiß nicht, Leon würde ich schon gerne selber entscheiden lassen, was er sein will. Schlag mal wen anderen vor. Oder irgendjemand anders darf mal jemand anderen vorschlagen. Arschgaul. Also, ich wollte ihn eigentlich nach irgendwelchen Leuten benennen, die ich irgendwo kenne, und nicht irgendwelche dämlichen Spitznamen draufpacken. Donny. Okay, hier wird schon Diapos vorgeschlagen. Nachdem ich Donny ja auch eigentlich lieber selber entscheiden lassen will, wird das jetzt ein Diapos. Wie kann man sich immer nur so hart... Hallo, ich habe aufs D getippt. Blödes Ding hier. Wo ist das P? Da ist das P. Und da ist ein Buchstabe schon wieder zu viel. Kriege ich den raus? Nee, den kriege ich nicht raus. Ich hasse diese Tastatur. Hallo, ich habe eindeutig aufs I gedrückt. Wer dann einfach mal doppelte Buchstaben nimmt. Ich mach's einfach so. So, daher passt es jetzt ein Flicknoll. Okay. Er wird dann gleich mal nach Hause geschickt und dort darf er wahrscheinlich für den Rest des Spiels vergammeln. So. Dann können wir schon langsam mal anfangen, unsere Attacken hier zu trainieren, damit die auch schön aufsteigen. Am Anfang geht es ja noch so schön schnell. Das waren jetzt zwei Striche für eine Attacke.
So. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Wir lassen unsere Teammitglieder einfach durch den Dungeon roamen und lassen sie alles verkloppen, was sie unterwegs sehen. Wie die immer alle nur denselben Weg gehen. So. Und sobald der Wind hier kommt, gehen wir weiter. So. So. Die erste Attacke ist aufgestiegen. So, hier befindet sich dann das Soda Cheetah. Immer diese ganzen Dungeon-Tipps. Dann teilen wir uns jetzt halt einfach mal komplett auf. Eine Teamattacke wäre auch gerade schon bereit. Ja, könnte ich jetzt einsetzen, aber das bringt es jetzt gerade nicht. So, meine Aquaknarre ist jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Wir können das Ganze ja auch mal ein bisschen anschauen. Wir sehen hier bei der Stärke, das Rote ist die Basisstärke. Das, was gelb dran ist, das ist durch die Attackenaufstieg immer dazu gekommen. Ist die einzige, die überhaupt schon irgendwas hat. Der Muggelhieb von Domi ist auch schon auf blau. Hat mich eigentlich gewundert, dass nicht der Ruckzuckhieb die erste Attacke war, die hier aufgestiegen ist. Normalerweise ist es immer der Ruckzuckhieb. Okay, hier ist Soda Cheetah nicht. Dann müssen wir halt woanders suchen. Ein Klick. Da ist Soda Cheetah. Na gut, dann lassen wir unsere Jungs jetzt noch ein bisschen durch den Dungeon laufen. Ihre Attacken ein bisschen leveln. Ruckzuckhieb aufgestiegen. Sollte ihr vielleicht nicht unbedingt direkt im Raum mit Soda Cheetah warten. Verlängert nur die ganzen Runden. So, sobald der Balken blau ist, fängt er an, sich grün zu färben. Nach grün kommt rot und nach rot kommt das nächste Level. Oh Mann. Sogar bis hier nach unten folgt mir der. So, dann haben wir unseren netten Schuldirektor aus dem nächsten Teil gefunden. Ja, dann kann man hier gehen. Hier gibt es eh nicht wirklich viele Erfahrungspunkte. Der Dungeon ist ja nicht sonderlich groß. So. So, jetzt kriegen wir 100 Poke, ein Kraftband und ein Defense-Schal. Und 10 Kleinkäse kriegen wir außerdem noch oben drauf. Hm? Was für ein Spoiler, Proto. So. Ich würde sagen, einen Dungeon machen wir noch und dann machen wir Streamende.
so das. So bitte, das ist doch kein Spoiler mehr. Das weiß doch inzwischen jeder. Können wir hier mal schauen. Hier ist ja noch alles zugebaut. Moment, kriegen wir jetzt eigentlich schon Strepolis? Ja, er ist da. Was gibt der Strepoli? Die Würfel sind gefallen. Ab heute werde ich hier meinen eigenen Laden betreiben. Was sagst du da? Ich habe vor, wieder ins Baugewerbe einzusteigen. Diesmal will ich es aber sauber aufziehen und keine krummen Dinge mehr drehen. Außerdem möchte ich mich bei euch irgendwie erkenntlich zeigen. Daher dachte ich, es wäre am besten, wenn ich meinen Laden in eurer unmittelbaren Nähe aufmache. Zumindest ist das die offizielle Version. In Wahrheit will er ja doch nur seiner geliebten Viridium möglichst nah sein. Ihr miesen Kleinen, wehe, wenn ich euch in die Finger kriege. Ah, Hilfe! Das musste sein. Damit werden wir diese Quellgeister los. Hey, wenn das nicht der gute alte Strepoli ist. Zurück, Hex! Hey, sag mal, seit wann gibst du dich denn mit solchen Nieten ab? Das musst du gerade sagen. Was hat jemand wie du überhaupt hier verloren? Hey, du, hör mal. Es ist ja nicht so, als hätte ich das gerne getan, aber ich habe eben keine Wahl. Nicht alle haben es im Leben so leicht wie du. Oder glaubst du etwa ernsthaft, dass es mein Traum ist, an diesen elenden Ort zu versauern? Bei dir ist ja wirklich so einiges im Argen. Ich weiß zwar nicht, wo genau der Schuh bei dir drückt, aber sei es drum. Nun, was wollte ich noch gleich sagen? Ah genau, vom heutigen Tag an werde ich auch hier meinen eigenen Laden führen. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Aber wo denkst du denn hin? Ich bin glücklich, dass du wieder Gefallen an deiner alten Arbeit gefunden hast. Hehe, ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest, Tommy. Zumindest habe ich es gehofft, denn mein Laden steht schon, um genau zu sein. Wie bitte? Yep, der stand gestern schon da. Tada, mein Laden. Ich nenne ihn Strepoli und Co. Da bleibt dir die Spucke weg, was? Ab heute werde ich mich hier als Baumeister so richtig ins Zeug legen. Nun ja, ich werde es zumindest versuchen. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt den Hammer geschwungen habe. Daher könnte es sein, dass ich ein klein wenig eingerostet bin. Ach was, sag doch sowas nicht. Wer hat uns denn bitteschön unser neues Wind- und Wetterfestes Zuhause zusammengezimmert? Doch wohl du, oder? Ja, schon, aber ich fürchte, dass ich noch einen Tacken zulegen muss, wenn ich mit dieser Arbeit meine Brötchen verdienen möchte. Jeden Tag übe ich mich von früh bis spät in der Zimmermannskunst, aber es ist weitaus schwieriger, als ich anfangs gedacht habe. Wenn ich doch bloß etwas stabilen Efeu zur Hand hätte. Damit könnte ich sofort wieder loslegen wie früher, aber... Das ist alles? Warum sagst du das nicht gleich? Wir besorgen dir im Handumdrehen deinen stabilen Efeu. Wirklich? Das würde dir echt für mich tun? Das versteht sich doch von selbst. Lass dich von solchen Kleinkram nicht aufhalten und überlass es einfach uns. Kümmere du dich lieber um dein Handwerk. Andererseits, wo findet man diesen stabilen Efeu denn überhaupt? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn als Lohn für erfolgreich abgeschlossene Jobs bekommt. Wenn ihr einen Blick auf das Jobinfobrett dort werft, werdet ihr bestimmt einen Job finden, für dessen Erledigen euch als Belohnung ein stabiler Efeu winkt. Ihr braucht also nichts weiter zu tun, als den jeweiligen Job zu erledigen. Verstanden. Wir werden also einen Job erledigen, für den wir im Gegenzug einen stabilen Efeu bekommen und ihn dann sofort vorbeibringen. Kilian, lass uns gleich mal in das Infobrett auf geeignete Jobcenter absuchen. Wir brauchen also einen Job, der mit stabilen Efeu belohnt wird. Dann heißt es, nichts wie los. So. Dann machen wir das doch gleich mal. Filterkriterium Efeu. Ah ja. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Es gibt überall stabilen Efeu als Belohnung. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch aussuchen, welchen Dungeon wir gehen wollen. 2 Sterne.
Da. Nehmen wir mal den in der Karkschlucht, da gibt es wahrscheinlich die meisten EP. So, Morlord, hast du denn heute einen Belebersamen oder sowas? Ja, hat sogar sehr viele davon. Und jetzt kann ich mir sogar mal einen leisten. Okay, die ganzen Schals habe ich anscheinend alle dabei. Kleinkiesel brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Vier Sinelbeeren reichen komplett aus. Und den roten Schlüssel lege ich jetzt auch erstmal ab. So. Dann gehen wir einfach mal los. In der Karkschlucht waren wir ja schon mal. Das Schöne ist, wenn die... Oh. Wenn die einfach so rumroamen, ist die Tatsache, dass sie alle möglichen Items immer so schnell einsammeln. Ich muss nur hin und wieder die Lebensbalken von meinen Teamkollegen im Auge behalten. Oh, da ist jemand vergiftet. Das müssen wir dann direkt mal kurieren. Oh Mann, was macht der da hinten? Da kämpft er einmal gegen ein Pokémon mit Dingens, wie heißt's? Weißt was, hier, mach das Ding aus. Müssen wir dir jetzt echt alles sagen. Wenn du gegen einen Elitzeber kämpfst, dann mach dann bitte nur das hier. Der Junge braucht dringend neue Attacke. Zum Glück dauert es nur noch ein Level, damit er den Ruckzuck-Hit lernt.
Okay, machen wir das halt einfach mal so. Ich glaube, der gute Domi hat gleich keine Attackenpunkte mehr, ja. Ja. Dann gehen wir mal ein Haus weiter. Das kann er jetzt meinetwegen haben. Wie weit ist es eigentlich noch bis zum nächsten Level up? 411, das ist ja fast gar nichts. 404 bei ihm. Der ist mir genau 7 EP voraus. Oh Mann, wie ich Verwirrung hasse. Verwirrung draufhauen ist nicht unbedingt mein Ding. Das ist für mich eher Attackenpunktverschwendung. Oh, ein Top-Elixier. Nett. Zeit wird's. So. Und Ruckzuckhieb wird ab jetzt auf jeden Fall die Attacke sein, die am weitesten aufsteigt. Na, jetzt können es 3 Mitglieder in meinem Team. Ich müsste beim nächsten Viech, das drauf geht, auch ein Level-Up dann kriegen. Das war zu erwarten. So, dann lerne ich jetzt einen Energiefokus. Na gut, ist besser als ein Rutenschlag. Doch, Proto den Heuler. Ich kann jetzt Energiefokus. Bringt zwar auch nicht allzu viel. Sobald die ganzen Attacken mal ein bisschen aufgestiegen sind, sodass sie mehr Attackenpunkte haben, funktioniert das Ganze in Leveln hier auch wesentlich besser. Oh, da ist jemand vergiftet, dann muss ich jetzt weiter. Ich habe keine Piercivbären mehr und einen Heilsamen verwende ich jetzt ungern dafür. Der ist für Notfälle.
So, einmal Energiefokus und dann... Ich muss mir die Attacken mal ein bisschen anders hinlegen. Okay, will jemand ein Lichtel sein? Ich warte auf Vorschläge. Und doch, Proto, der Rutenschlag musste auch weg. Also, irgendjemand, der ein Lichtel sein will. Wenn von euch niemand will, dann gerne wieder Vorschläge, wie ich das Lichtel denn nennen soll. Ja, aber Proto, das mache ich doch ganz gerne. Marvin? Na gut. Dann nennen wir das Lichtel jetzt halt Marvin. Komm schon, mach. Okay. Willkommen im Team, Marvin. Ja, gar keinen Schaden. So. Wo ist diese Treppe? Ui, da rennt mir ein bisschen was hinterher. Okay, Aquaknarre ist auch wieder ein bisschen stärker geworden. Haben wir wieder ein bisschen mehr Attackenpunkte drauf, das ist auch gut. Die Attackenpunkte steigen ja hier noch so schön schnell an. Jedem Level-Up kommt ein Attackenpunkt dazu. Okay, will jemand ein Flapterick sein? Na, wer will? Beziehungsweise wieder Vorschläge, wie ich den jetzt nennen soll. Okay, da haben wir schon jemanden, der sich freiwillig meldet. Also haben wir hier einen Kenji. Ich hasse das, dass er hier ständig die Buchstaben irgendwie doppelt nimmt. Ich sollte das wirklich einfach so machen. Okay. So. Du kommst dann erstmal nach Hause. Oh, sind sie ja sehr effektiv da hinten, indem sie da einfach nur auf und ab rennen. Hm.
Ja klar, pflückt der mir hier meine Sinelbeeren raus. Oh, da ist mal jemand auf die Idee gekommen, aus dem Kreislauf da hinten rauszugehen. Nur um direkt wieder reinzugehen. Interessant. Okay. Auf der Ebene lassen wir es dann auch mal. Bum, 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 bum. Ein Volltreffer war das. Okay, das erklärt, warum das gleich so viel Schaden war. Wie schaut's denn eigentlich mit den Attacken im Team aus? Okay, der Muggelhieb von Domi ist leer, der Ruckzuckhieb von dem Molga ist leer. Der Rest hat aber noch. Okay. Und hallo Baum, schön, dass du wieder da bist. Und ja, der Stream läuft immer noch. Wobei ich nach diesem Dungeon hier wahrscheinlich aufhören werde. Ein Allkraftorb, nett. Im Molga erreicht Level 16, sehr schön. Und der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Verfolgung. Ja gut, dafür kann Doppelteam weg, dann hat er insgesamt... dass das immer auf Nein stehen muss hier. So. Ruckzuckhieb inzwischen Level 2 und schon blau wieder voll. Kann man ja echt mal nachschauen, was hier eigentlich schon... Oh, inzwischen sind ganz schön viele Attackenpunkte leer. Und gerade bei unserem Domi, der hat nichts mehr. Ich glaube, ich sollte einfach mal auf die nächste Ebene gehen. Okay, wir sind direkt neben dem tollen Schild gespawnt. Aber erstmal hier einen Leuchtkron, eine Sinelbeere. Und das Ding nehmen wir jetzt erstmal mit. Und dann haben wir den Auftrag hier auch schon abgeschlossen. Und dann gehen wir auch. So, 200 Poke und stabilen Efeu. Und ein Taubsamen. So.
So. Da, das ist doch... Genau, stabiler Efeu. Und damit kannst du jetzt üben und dein Gespür fürs Bauen wieder lang, oder? Ihr zwei, also ihr seid wirklich... Besten Dank. Damit bekomme ich auf jeden Fall wieder ein Gefühl fürs Bauen. Ihr werdet bald sehen, was für ein Baumeister noch in mir steckt. Habt nur ein wenig Geduld. Klar, wir freuen uns schon. Viel Glück, Strepoli. So. An dieser Stelle werde ich den Stream jetzt allerdings erstmal beenden. Ich sage hier an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Dabeisein. Zum Teil auch Dank an die ganzen Spenden, die ich bekommen habe. Ich habe ja mitbekommen, dass ein paar eingegangen sind. Und ja, Baum, das lässt sich vielleicht mal einrichten. Ich müsste den nur hier in den Stream holen. Das Problem wird nur dann mit der Streamverzögerung sein. Ja, ich werde schon weiterhin alle Stimmen sprechen, auch wenn es anstrengend ist. Das geht mit der Zeit ziemlich auf die Stimme. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt aufhören muss. Meine Stimme ist komplett im Arsch gerade. Also, wir sehen uns dann im nächsten Stream. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den machen werde, aber irgendwann. Ich glaube am Wochenende jetzt erstmal nicht, aber wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Ich weiß noch nicht genau wann. Werde es auf jeden Fall ankündigen. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Und beziehungsweise die meisten von euch sehe ich sowieso gleich im Chat wieder. Also, bis zum nächsten Stream. Macht's gut.